MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, heute mal eine Ausnahme. Wir haben bei mir immer noch Sonntag, aber ich nehme jetzt schon mal ein Dienstagsvideo auf. Ja, ist jetzt mal eine Ausnahme, weil ich morgen, also Montag, ein bisschen mehr vorhab. Und dann muss ich ja am Montag nur zwei Videos aufnehmen. Deswegen nehme ich heute Abend noch mal eins auf, weil ich gerade heute Abend ein bisschen Zeit habe. Aber ihr seht übrigens ganz schön viele Teams weg und ein paar Münzen oben drauf. Ich habe eigentlich gar nicht so viel verkauft. Ich denke mal, ich zeig's euch nach dem Spiel nochmal. Aber es sieht jetzt alles viel weniger aus, aber ich zeig's euch gleich. Wir spielen nochmal das 3-5-2-Team. Habe ich irgendwie Bock drauf? Und damit spielen wir jetzt nochmal eine Runde. So, füllen wir doch hier nochmal, beziehungsweise wir können uns einfach einen von hier drüben rübersetzen. Nehmen wir einfach mal Bonucci, packen den da drauf. Und, genau, hier können wir nochmal ganz schnell den Keeper ändern. Und dann machen wir mal kurz Tschech rein. Pupp. Und jetzt passt die ganze Sache auch. Fitness, oh, alter Vater. Eto, selbst mit, da habe ich nämlich das letzte Mal gar nicht drauf geachtet. Selbst mit so verkackter Fitness hat er das letzte Mal sehr ordentlich gespielt, muss man sagen. Ja, sehr schön. Aber jetzt gebe ich den Jungs dann doch nochmal Fitness. 20er könnte reichen. Ja, sehr schön, reicht. Gibt ja eigentlich nur 90, aber durch die Fitness-Trainer und alles reicht es dann auch für Eto. So, und jetzt können wir uns den Gegner suchen. Mal gucken, wie das Team sich jetzt spielen lässt. Weil wir spielen jetzt auch einen anderen Cup. Ich habe gerade gesehen, es gibt so einen Karneval-Cup. Ja, bringt zwar jetzt auch nur 2000 Coins. Ne, gegen den spielen wir mal nicht. Bringt zwar auch nur 2000 Coins, aber noch ein Premium-Gold-Set. Und ja, vielleicht packe ich es ja mal, so ein Special-Pokal zu Ende zu spielen. Meistens verralle ich es und sehe den Pokal dann irgendwie, wir sind im Halbfinale oder so. Oder teilweise waren wir auch im Finale. Aber dann lief der Cup irgendwie nur noch eine Stunde. Und ja, ich hatte meine Aufnahmen durch sozusagen. Das passiert mir des Öfteren mal. Aber ich versuche jetzt wirklich mal, diesen Cup, bis wir rausfliegen, zu spielen. Außer es gibt einen Disconnect irgendwie im Halbfinale. Dann weiß ich nicht, ob ich den nochmal neu anfange. Müssen wir mal schauen. So, jetzt noch hier die Suche. Mal gucken, ob was bei rumkommt. Nee, okay. Ich suche einen Gegner und hole euch dann wieder rein. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Gegen ein 83er geratetes BBVA-Team mit Benzema, Thiago Costa, Fabregas, Pedro, Villa, Alonso, Piquet, Pepe, Alba auf rechts, okay, und Marcelo und dazu noch Casillas. Ja, sieht relativ ordentlich aus. Ich muss jetzt erstmal wieder reinkommen, weil das war die längste VPN-Suche, die ich je hatte. Ich weiß nicht warum, auf jeden Fall hat es eine halbe Stunde gedauert. Und irgendwas scheint hier nicht so ganz zu laufen. Also kommt mir jedenfalls so vor. Deswegen hoffe ich mal, dass es jetzt hier keine Lags gibt. So, eingestellt ist alles. So, da macht der Pedro hier erstmal ein bisschen rum. Benteke holt sich das Bällchen. Hier stecken wir den, wenn er irgendwann mal durchsteckt, auf Eto durch. Schade. Da wollte ich jetzt direkt mal draufziehen. Kann man ja mal machen, Samuel. Vor allem jetzt, wo er wieder volle Fitness hat. Da geht er bestimmt noch einen Ticken mehr ab. Oder weniger. Vielleicht hat er ja gedacht, er muss aus dem Team fliegen. Und deswegen habe ich ihm keine Fitness gegeben. Komm, William. Ah, schade. Aber ist Einwurf für uns. Ja, machen wir den erstmal hier hin. Und dann nochmal weiter. Nee, da pusht sich Pedro, glaube ich. So, nee, schmeißen wir nochmal hier hin. Deckt er mich nicht zu. Und jetzt hier vorne. Ach, Kuhn, was machst du denn da? Der Kuhn läuft eigentlich perfekt. Und ja, rennt dann halt einfach wieder weg. Das war natürlich nicht so pralle. Oh, und David Lubis hier mit dem Ballverlust. Gleich der Lobpass nach vorne. Aber ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, Kabul macht das stark. So, Eto. Oh, alter, fuck it. Ist die Lücke frei hier für Kuhn. Aber da ist noch Piquet, der ihn da ein wenig festhält. So, Pedro. Schön abgefangen von Samuel Eto. Aber da kommt Xabi Alonso zwischen. Benzema und David Villa jetzt hier unterwegs. Und Kabul hat den Ball. Sehr schön. So, Tschech. Bringen wir das... Ah, gut. Nicht so pralle nach außen gebracht, das Ding. Fabregas. Fabregas, aber so nicht. So, jetzt vielleicht mal ein bisschen schnellerer Konter, meine Jungs. Nee, haben sie nicht so ganz Bock drauf. Aber ach, spiel doch den Ball gleich. Habt ihr vielleicht gesehen. Jetzt spielt er den Pass. Aber jetzt ist er natürlich nicht mehr interessant. Aber wir kriegen wenigstens den Freistoß.
Da hätte Touré früher spielen müssen, dann wäre nämlich Eto'o vorne durch gewesen. So, in die Spitzorg, der kommt perfekt. Und der nimmt den Kopf. Das, Alter. Wie lucky hier für den Gegner. Aber sowas von. So, jetzt aufpassen, Thiago Costa. Müssten wir haben mit Kabul. Sehr schön. Oh, wie lucky für den Gegner. Da vorne, so frei vorne durch Eto'o. Und ja, dann macht er so eine Scheiße da draus. Und sehr schön durchgesteckt. Und jetzt kommt der Sweat. Und den machen wir natürlich. Ja, in solchen Spielen mache ich ganz gerne mal dann den Sweat fürs wichtige 1:0. Sonst rege ich mich nur auf, wenn ich den Sweat nicht mache. Aber wie heißt es immer so schön? Ein Sweat will auch herausgespielt werden. Weil ganz so kommst du nicht frei vors Tor. Und das ist halt der ausschlaggebende Punkt meiner Meinung nach. Benteke, boah, pusht sich hier richtig. Hat das richtig stark gemacht hier. Der Abschluss war vielleicht ganz relativ schwer, weiß ich jetzt nicht genau. War alles ein bisschen verzwickt da vorne, aber ich glaube, der war jetzt nicht ganz so einfach. Eto'o kriegt hier fast die Flanke rein, aber auch nur fast. So, ja, bis jetzt sind nur wir am Drücker. Also ich würde mal sagen, Führung geht auch in Ordnung. Kuhn. Und müssen wir wegkriegen. Oh. Ach, da sind wir ja immer noch am Ball. Das habe ich ein bisschen falsch erkannt, diese Situation. Und hier bringt er den Lobpass nach draußen auf Fabregas. Oh, eigentlich ist er doch gar nicht so schnell. Und jetzt hat Kabul auch den Ball und hält ihn auch drinne. Sehr schön. So, Yaya Touré nochmal hier auf die Seite, auf den Kuhn. Bringen wir ihn hier nochmal kurz. Ah, schade. Wollte ich noch einmal auf Benteke legen und dann gleich wieder den Doppelpass zurück auf Eto'o. So, Thiago Costa. Oh, da vorne. Ja, hat er natürlich gesehen. Und das ist dann... Oh, fuck. Oh, da war der Fußballgott auf unserer Seite. Muss er natürlich machen, das Ding. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er geschossen hat. Also, ich hätte auf jeden Fall in dem Moment Finesse geschossen. Ich weiß nicht, wie er geschossen hat. Deswegen kann ich auch nicht sagen, ob das jetzt Pech für ihn war oder seine eigene Schuld. Aber das war auf jeden Fall ein bisschen glücklich hier für uns, muss man natürlich auch sagen. Weil ich ihm da einfach die Lücke gebe. Petro, müssen wir irgendwie zwischenkommen. Jetzt nicht schon wieder fahrlässig werden. Wenn ich das halt sehe, wir sind die ersten 20 Minuten ganz klar überlegen. Er kommt zu keiner einzigen Chance. Und ja, dann auf einmal ist er irgendwie wieder vollkommen im Spiel drinne. Das gefällt mir natürlich überhaupt nicht. Und da vorne... Benteke. Und ich will diesmal nicht sweaten, was schlecht ist von mir, sondern will wieder mit Benteke schießen. Und Benteke wird so ein bisschen zum Ramos 2, will ich fast sagen. Also zum Chancentod. Hier vorne durchgesteckt, wieder auf Benteke. Und Benteke macht ihn jetzt. Ja, rede ich eben noch über Chancentod, dann macht er den, der, ja, ich würde sagen, fast noch schwerer ist als die Dinger davor. Aber naja, was willst du machen? Er macht sein Ding und das ist das Wichtige. Und wenn der Gegner jetzt quittet, wäre es ziemlich ärgerlich. Und er quittet wirklich Lappen, sage ich da einfach mal nur. Wir machen jetzt kein Spiel mehr. Wir machen irgendwas anderes. Keine Ahnung. Ich zeige euch so ein bisschen, was wir verkauft haben und so. Nee, müsst ihr verstehen. Ich habe jetzt, na gut, müsst ihr eigentlich nicht verstehen, aber ich habe jetzt echt eine halbe Stunde gesucht. Und ja, deswegen ist das jetzt ein bisschen scheiße. Ich habe keinen Bock, nochmal eine halbe Stunde zu suchen. Das Team hat sich bewährt. Also jetzt auch wieder gegen ein starkes Team. Wie der Gegner so ganz drauf war, kann ich einfach nach 40 Minuten oder was es war, noch nicht beurteilen. Aber ich glaube, schlecht war er nicht unbedingt. Aber die Offensivreihe, die geht halt echt monströs ab, muss man einfach so sagen. Ich zeige euch lieber mal, was ich verkauft habe. Und eventuell, was ich so, warum ich das überhaupt alles so gemacht habe. Also erstmal Boateng. Ich meine, das war noch nicht mal die Abversion, deswegen habe ich die schon mal verkauft. Wenn wir Boateng das nächste Mal spielen, kommt die Abversion. Schulz für 2K. Das sind halt hier vor allem die Silber- und Bronzespieler, werdet ihr sehen, weil die habe ich ganz vergessen und deswegen wollte ich die erstmal verkaufen. So, Perez für 2,5 weggegangen, Jean-Baptiste für 3.500, Toivonen für 12.500, ich wollte einfach ehrlich gesagt nur loswerden, weil aktuell ist mit ihm einfach nichts geplant und deswegen ist es Schwachsinn, den im Verein zu behalten. Subotic für 1.200, dazu noch Verratti 40.500. Ich glaube, da haben wir sogar einen kleinen marginalen Gewinn gemacht.
Gervinho haben wir auf jeden Fall Gewinn gemacht. Ich habe keine Ahnung, warum der aktuell so teuer ist. Wir haben den, glaube ich, für 36 oder so gekauft oder für 39 und jetzt für 69 verkauft. Keine Ahnung, warum der auf einmal so teuer ist. Payet für 32, da haben wir definitiv Verlust gemacht, also wegen EA-Gebühr. Könneke für 1,2, Toulala für 14.000, Riascos für 10.000, auch Gewinn gemacht, den hatten wir für 6.000 gekauft, Molskret für 400, Kirchhoff für 3,9, ja, 3,9, Estrada für 1.500, Beister für 3.500, Ari für 1.500, Mario Fernandez für 19.500, Maxwell für 45.000, Lasogga für 3.400, damals für 1.100 gekauft, Shikawi für 7.000, Guidetti für 1.300, Araujo für 500, Leitner für 7.000, Salcido für 4.200, Fährmann für 3.6, Opera, ich weiß nicht, ist da irgendwie ein MLS Cup anstehend, der ist für 8,7 weg nämlich, Chermiti für 500, Landu für 450, Villarreal in der LA Version für 2,6, Schlitte für 250, dazu noch Dani Alves für 47.000, Thiago Alves als 83er Inform für 66.000 und Luca Toni für 1.300 und unser Zlatan für 1.460.000. Ich habe mal einfach zum günstigsten Sofortkauf reingemacht, weil ich habe mir gedacht, scheiß jetzt auf die 10.000, die du vielleicht noch mehr rausholen kannst. Hauptsache, er ist erstmal weg, damit ich meine Planung vorantreiben kann. Dann hätten wir noch Kairi oder sowas, aber für 2,7 weg. Geht klar, würde ich sagen. Und noch Slusarski oder sowas für 2,50 und Lacay oder sowas in die Richtung für 250. Und jetzt haben wir noch drauf angeboten Fernandinho, Cabay, Ramos, Essien, die ganzen Bronzespieler noch, die noch nicht weg sind und noch ein paar Silberspieler und Joe Hart. Also ihr seht, von den Goldspielern habe ich eigentlich gar nicht viel verkauft. Also wir haben wirklich noch viele. Ich habe mir halt nur gedacht, wir werden jetzt mal so ein bisschen auf die Dreierkette schwenken. Das heißt jetzt nicht komplett, aber zum Beispiel das First Team, also unser New First Team, zeige ich euch nochmal, beziehungsweise ich zeige euch allgemein mal die Teams, die jetzt überhaupt noch bestehen. So, das ist natürlich das Dreierketten-Team, ist klar. Dazu gibt es noch das Non-Rare-Team. Ich meine, das kennt ihr mittlerweile. Na komm, wo ist es? Da ist es. Non-Rare. Dazu gibt es aber natürlich noch das Obama-Team. Das ist auch noch vollständig vorhanden. So. Hier ist halt nur, muss ein bisschen was auf die Bank, aber das machen wir dann das nächste Mal, wenn wir spielen. Dazu, ja, das hatten wir eben. Und das Fabregas-Team habe ich ja versprochen, dass ich dem Team noch zwei Chancen gebe. Deswegen ist es noch da, nur halt jetzt mit Fernandinho nicht in Form. Und ja, das New First Team ist halt aktuell gelöscht, weil Ibra gerade auch weg ist. Deswegen. Und ja, sobald Ibra wieder da ist, werden wir das New First Team wahrscheinlich wieder aufbauen. Aber ich denke mal, Fernandinho Non-Rare sollte für das Team reichen, weil so richtig First Team, dass wir das jetzt irgendwie übermäßig spielen würden, ist es ja nun ehrlich gesagt auch nicht. Und dafür, dass die Leute dann halt als nur im Verein rumpimmeln und nicht gespielt werden, ist es dann vielleicht auch zu schade. Ansonsten können wir gerne nochmal kurz in den Verein reingehen. Da seht ihr noch, es ist wirklich noch alles Mögliche da. Hier die Informs, die hier noch alle sitzen, seht ihr ja, was da noch so rumhockt. Und dazu halt auch noch die hier, Bonucci, Sterling, Reed, Bedimo, Thiago Silva, Touré, Lavezzi, Reus, Cech, Sirigu. Was haben wir sonst noch so? Marchetti, Marchisio, De Rossi, Eto'o, Nasri, Gündoğan, Weidenfeller, Drogba, Piszczek. Also es ist noch alles Mögliche da. Ihr habt ja eben gesehen, was wir verkauft haben. So Leute wie Alaba habe ich mir überlegt, erstmal zu behalten, weil ich meine, ab und an braucht man sie halt ja. Und ich meine, er ist jetzt auch nicht so ein Kapitalfresser, das heißt, er nimmt uns jetzt nicht unbedingt viel Kapital weg. Aubameyang kann erstmal drinnen bleiben, haben wir zwar den Second Inform, aber das sind ja zwei verschiedene Positionen, deswegen. Asamoah, Kabul, Walker, okay. Und ich habe halt vor allem hier hinten mal ein bisschen dicht gemacht. Hier müssen wir nochmal gucken, das ist Non-Rare-Team, CC. Ach genau, den hatte ich ja mitgenommen, den haben wir gezogen, ne? Genau, um vielleicht mal was zusammen mit Ibra zu machen, weil er jetzt auch wieder in der französischen Liga ist.
Müssen wir mal gucken. Kone ist klar, der bleibt drinnen. Zonzi. Der spielt aktuell nicht, aber den können wir trotzdem drinnen lassen. Jones, Juan Jesus, den können wir eigentlich verkaufen. Na? Ach so. Ach ja, ich habe ja gerade auswählen gemacht. Auf Transfermarkt anbieten, machen wir einfach mal eine Stunde, wird schon irgendwer kaufen. So, ansonsten nochmal schnell durch, nochmal ganz kurz da hinten hin. Pupp. Weil dann werdet ihr auch sehen, ich habe da hinten halt vor allem mal ausgedünnt, was die Silberspieler und die Bronzespieler betrifft. So, Distant bleibt drinnen, Jarvis, Rodwell, Raphael, den können wir auch... Ach, scheiße, jetzt habe ich schon wieder X gedrückt. Ja, ich fehle als hier rum. Raphael werde ich mal für 400 Start eine Stunde reinstellen. Vielleicht kauft denn irgendwer. Mal gucken. So, aber jetzt vergesse ich es nicht, kein X zu drücken. Obwohl, ich muss X drücken, ne? Ah, ich kann die ja von hier gar nicht direkt reinstellen. Okay, also habe ich doch nicht gefailt. So, was haben wir denn hier noch? Anderson, okay, der kann mal weg. Fair, ich glaube, der spielt aktuell. Funny, den kann man immer mal gebrauchen, weil wir viel mal mit der französischen Liga machen. Berardi, das ist der Ab, ne? Ja, muss ja. Sein normaler war ja Silberspieler. Sinclair, Sissoko. Ja, das war's jetzt aber schon. Reed, Santor. Und jetzt kommen nämlich schon hier diese Gammler noch. Die benutze ich mal, vielleicht wenn die ein bisschen was verschieben muss oder so. Aber ansonsten ist es auf jeden Fall schon mal leerer geworden. Ich meine, wir haben immer noch, wie viele Spieler, müssen wir mal kurz gucken. Wie viel Uhr haben wir denn eigentlich? Okay, gut, warum ich frage, wie viel Uhr... Ah, gut, wir haben aber schon ganz gut ausgedünnt, nur noch 89 Spieler. Ich glaube, beim letzten Mal, wo ich diese Anzeige gesehen habe, waren es noch 130. Ist natürlich auch durch die Bronze- und Silberspieler der Fall gewesen. Jetzt können wir natürlich mal wieder ein nächstes Silber-Bundesliga-Team bauen, wie ich es schon angekündigt hatte. Ich habe da auch schon was im Kopf, also ihr müsst da nicht unbedingt Vorschläge machen. Ich denke mal, das werde ich so ziemlich sicher so bauen. Weil sieht halt relativ gut aus. Das, was wir jetzt vielleicht nochmal machen, wäre ein... Nee, ist glaube ich bei Spezialsets. Was gibt's denn da drin? Bisher größtes Set, 30 Objekten, eine Mischung aus Spielern, Verbrauchsobjekten, mindestens 26 Gold, 18 seltene. Ja komm, gib ihm einfach mal. So, ich guck mal nicht hin. So, jetzt dreht sich das Päckchen. Vielleicht ist ja was Nices drin, kann ja immer mal sein. So ein Zlatan Ibrahimovic Third in Form. Jetzt kann ich, denke ich, mal wieder gucken, ne? Nee, noch nicht. Schnell wieder zugemacht. Aber jetzt, oder? Jetzt müsste sich das Bällchen eigentlich fertig gedreht haben. Ja, ist fertig gedreht. Und ja, ich glaube, es sieht relativ scheiße aus. Gehen wir nochmal schnell durch. Ja, ist jetzt nicht so der Hammer, ne? Muss man so sagen, was die Spieler betrifft. Piazon, der Ab. Ich glaube, der bringt nichts, aber wir werden ihn mal eine Stunde listen. Honda Milan Edition, weiß ich aktuell auch nicht, was der kostet. Listen wir aber auch einfach mal eine Stunde. Cessignon bringt sicher nichts mehr. Marquinhos, Helder Postiga. Martinez, der bringt, naja, der bringt, glaube ich, auch nur knapp über Abstoß, ohne Chemistry Style und allem. So, Mihalov, Diop, Sanchez, Robinson. Ja, Pace hat er ja. Vielleicht gibt es ein bisschen was, glaube ich aber auch nicht. Lescott Abstoß, Van Beuten Abstoß, Manninger, Luis Fabiano. Gut, die können wir wegschmeißen. Oh, fuck. Ich habe jetzt die ganzen glänzenden Verträge abgestoßen, ne? Scheiße. Ah ja, Massive. Hasst's ja, ne? Komm, eins nehmen wir noch mit hier. Dann hören wir aber auch auf mit dem Packsgezieher hier. Ich gucke noch einmal weg. Scheiße, das finde ich ein bisschen blöd, dass ich die scheiß Verträge abgestoßen habe. Aber das war irgendwie ein bisschen verpeilt meinerseits. Naja, was willst du machen? Sind sie halt weg. Da hätte ich bestimmt nochmal, wie viel waren das? So 5, 6, 7, 8, 9 Verträge. Hätte ich bestimmt noch was machen können. So, was haben wir hier gezogen? Oh, wieder nur Scheiße. Palacio ist anscheinend der Beste. Nochmal bis hinten hindurch. Und Matic hinten noch. Nee, mal wieder echt nur Scheiße. Und diesmal mache ich am besten erstmal hier die Scheiße weg. Genau, Teamfitness waren da bestimmt auch dabei. Also ich habe jetzt bestimmt eben über 5000 Coins weggeschmissen. Aber naja, ist ja auch Latte. Passiert halt mal. So, Stürmer, Mittelstürmer, Finisher, Sentinel. Ach ja, ich habe so viel weggeschmissen. Da war ja auch noch Chemistry Styles und alles drinne. So, Sentinel, PSG, Heimtrikot hatten wir nicht, okay. Dann haben wir das jetzt auch in der Collection drinne. Das will ich nicht unbedingt. Fitness nehmen wir aber nochmal mit, natürlich. Und hier noch so ein paar Verträge. Salihovic, Florenzi. Ah, ist natürlich
So Packs sind immer der letzte Rotz. Aber willst du machen, so ist das. So, komm. Du auch noch. Na? Jetzt kann man bestimmt gut traden mit Verträgen und all so einer Scheiße. Läuft immer gut, wenn solche Päckchen online sind. So, und du hier auch noch. Ja, und dann haben wir ein bisschen über 50.000 Verlust gemacht. Gut, ist die Sache. Passiert halt mal. So, auf Transfermarkt anbieten. Mal gucken, was der Matic noch bringt. Ich glaube, der war auch fast auf Abstoß. Florenzi wird nichts bringen. Oder doch, das ist ein Up, ne? Vielleicht bringt der noch einen Ticken. Den könnte ich eigentlich mal mit De Rossi linken. Wie groß ist denn der eigentlich? 1,73 hoch Mittel, ja, 2 Sterne Skill Moves, jetzt nicht so der Hammer, 76 Dribbling, auch nicht so. Ja, aber für einen De Rossi Link ist er natürlich was. Hm, mal gucken. Florenzi werden wir auch mal für 150 anbieten, vielleicht kauft ihn irgendwer für einen guten Preis. Saliovic, nee, Palacio weiß ich nicht, aber ich denke mal nicht. Sehe ich auch so gut wie nie. Olic, nee, haben ja hier heute beide gegeneinander gespielt. Wolfsburg hat ziemlich oft die Fresse bekommen, muss ich sagen. Aber naja, das ist ein Thema für ein anderes Video. Hier, der Aronika oder sowas. Gering hoch, Work Rates. Aber relativ lahm für seine Größe. Ich denke mal, den interessiert keinen, aber ich mache einfach mal drauf. Cahill, Defoe, alles nur Scheiße. Und das kann jetzt, oder? Nochmal hier hinten gucken. Nee, der Rest kann wirklich weg. So, diesmal dann doch nichts verschenken. So, sehr schön. Ja, okay, haben wir nochmal 2 Packs gezogen. War echt relativ bescheiden, muss man so sagen. Es gibt jetzt zwar noch eins davon, aber nee, das lasse ich jetzt mal gut sein. Das kann mich mal, wenn was einigermaßen Gutes drin gewesen wäre, nur so ein 10.000er, okay, das wäre schon in Ordnung. Ich glaube, dann hätte ich nochmal eins gezogen, aber wenn zweimal hintereinander so eine Scheiße kommt, dann gibt es von mir nichts mehr. So, der Zeitz ist jetzt auch noch weg. Was haben wir sonst noch? Kandidatenliste. Ja, ich habe vorhin mal ein bisschen was beobachtet. Nein, ich kaufe kein Messi-Team auf die hier. Ich habe den eigentlich, das war übrigens ein Bitbumper, also der ist das natürlich nicht wert hier. Okay, jetzt wurde anscheinend abgestoßen. Anzahl der Besitzer 0. Und Ausgabedatum 18.02.2040. Ah ja, okay, alles klar. Ist logisch. Denke ich mir auch immer. Hier der Ibra für 2.783.000 weggegangen. Third in Form. Wie gesagt, ich werde mir kein Messi-Team auf die hier holen. Aktuell habe ich einfach keinen Bock drauf. Genau, das würde ich euch gerne auch nochmal zeigen. Ich zeige euch jetzt mal den Grund, warum ich keinen Bock auf Messi habe. So, Messi, nicht nur, weil er allgemein nicht mein Spielertyp ist, durch seine weaker Art und ich halt nicht so der Dribbler bin. Aber guckt euch das mal an. So, Messi. Ihr seht, fast alle sind auf Stürmer umgestellt. Eigentlich ist er ja Mittelstürmer. Jetzt guckt euch mal die Statistiken an. Okay, das war klar, dass jetzt so ein Beispiel kommt. Dieser hier ist jetzt ausnahmsweise mal positiv. Der jetzt natürlich auch noch. Scheiße. Ja, ist natürlich ein scheiß Beispiel jetzt. Ich habe vorhin ohne Scheiß eine komplette Seite durchgeguckt und alle Messis waren negativ in der Statistik. So, okay, vielleicht sollte ich hier anfangen. Negativ. Negativ. Ja, negativ. 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 Na, ein positiv. Na, komm, zeig mir nochmal die zweite Seite. Ich will hier den Jungs nochmal ein bisschen was zeigen. So, der ist positiv, definitiv. Positiv, definitiv. Der ist negativ. Der ist positiv, knapp. Der ist auch ganz knapp positiv. Der ist negativ. 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 Obwohl, der hat noch nicht mal ein Spiel gemacht. Alter, zweite, dritte. Ganz frischer Messi. Den können wir uns holen. Nein. Und hier nochmal positiv. Und hier nochmal negativ. Also ihr seht, der Großteil der Messis ist negativ in der Statistik. Und dann guckt euch mal bitte die Ibras an. Das machen wir jetzt nicht nochmal zusammen. Das könnt ihr alleine machen, wenn ihr Lust habt. Ihr werdet fast bei jedem Ibra eine positive Statistik sehen. Und das hat seine Gründe. Weil Ibra einfach ein krasser FIFA 14 Spieler ist. Messi wäre vielleicht noch eher ein FIFA 13 Spieler Typ. Auch obwohl ich ihn da auch schon nicht unbedingt mochte. Das hat jetzt nichts mit der Person in Real Life zu tun. Sondern einfach in FIFA.
wir werden Messi nochmal spielen. Also ich mache das wirklich nur wegen euch. Wenn ich privat spielen würde, würde ich ihn auf keinen Fall nochmal spielen, weil ich finde, er passt nicht richtig in FIFA rein. Durch seine Größe, seine Weakness. Natürlich hat er einen geilen Schuss. Natürlich hat er einen geilen Pace. Natürlich hat er geiles Dribbling. Und dazu noch einen guten Pass. Aber es bringt dir nichts, wenn der Vogel immer weggedrückt wird und nirgendwo durchkommt. Für Skilli-Vanilli-Leute ist er vielleicht was. Für Leute, die eine halbe Stunde auf der Stelle rumdribbeln und also eine Scheiße machen. Aber nicht für mich. Und anscheinend auch für die meisten, die ihn spielen, nicht. Weil man muss halt wirklich gucken, auch bei Ronaldo, wenn ich mir überlege, in FIFA 13, ich habe Ronaldo geliebt, also er war mit Ibra mein Lieblingsspieler und da konnte man auch bei FIFA 13 konnte man gucken bei Ronaldo, es waren fast alle Ronaldos positiv. Guckst du dieses Jahr bei Ronaldo, findest du kaum positive. Natürlich findet man auch bei Ronaldo positive, aber können wir mal ganz schnell nochmal reingucken, das gebe ich mir jetzt nochmal schnell. Bei Ibra wisst ihr es wahrscheinlich selber, dass da fast, bei fast allen die Statistik positiv ist. Negativ, positiv, negativ, positiv, negativ, ja, negativ. Negativ, negativ, vor allem guckt mal, wie krass teilweise negativ diese Statistiken sind. Okay, der ist jetzt ein LM, aber es sind auch LFs dabei gewesen, zum Beispiel den jetzt mal hier als Beispiel. Als LF 41 Spiele, 14 Tore, 6 Vorlagen. Das hat auch nichts damit zu tun, dass die Leute unbedingt schlecht gespielt haben. Ich finde, die Winger gehen in FIFA 14 einfach so ein bisschen unter. Die Stürmer sind wichtiger. Hier negativ, positiv, knapp, positiv, negativ, sehr gut positiv. Sowas gibt's, findest du natürlich immer mal zwischendrin. Das hat auch anscheinend alles einer erspielt. Glaube ich, obwohl, nee, hat ja schon 24 Besitzer. Aber die Statistik ist natürlich sehr ordentlich. Aber musste halt auch erstmal erspielen. So, hier haben wir negativ, na gut, das ist glaube ich ganz knapp so plus minus 0. Hier haben wir negativ, ganz klar. Das ist halt einfach der Punkt, den ich euch zeigen wollte. So Spieler wie Messi, na gut, Messi jetzt wegen seinem Körper, Ronaldo hat natürlich geile Werte. Das riesige Problem meiner Meinung nach bei Ronaldo ist, er ist kein Stürmer. Ihr könnt mir glauben, wäre Ronaldo Stürmer, dann würde der wahrscheinlich durchgehend zusammen mit Ibra in einem Team spielen. Nämlich im Sturm, zum Beispiel 3-5-2 und was es da nicht alles mit zwei Stürmern gibt oder vielleicht mal hier Ibra Stürmer, Ronaldo Mittelstürmer, wie geil wäre das? Aber es ist halt nicht der Fall, Ronaldo ist ein Winger und das ist das riesige Problem und ja, es werden, Messi wird noch kommen, Ronaldo wird wieder kommen, also beide, wir hatten ja auch schon beide, beide werden kommen und auch Bale wird sich in letzter Zeit relativ häufig gewünscht, den will ich nämlich selber nochmal spielen, hatten wir zwar auch schon, aber im Sturm ist er so ein bisschen untergegangen, vielleicht diesmal als Mittelstürmer, müssen wir mal gucken, aber ich will euch mal zeigen, warum Ibra so oft bei mir ist und auch so lange bei mir ist und so Spieler wie Ronaldo und Messi eher nicht, damit ihr das halt auch mal so ein bisschen versteht aus meiner Sicht, aus meinem Sichtpunkt. Es gibt natürlich welche, die sich immer so Skilli Vanilli über die Seiten durchspielen und dann auch wirklich bis zum Maximum mit den Außenspielern durchgehen. Das ist aber nicht unbedingt mein Spielstil, deswegen, ja, finde ich es manchmal auch echt zu schade, 2,5 Millionen auf dem Flügel rumpimmeln zu haben, wenn sozusagen ein Lavezzi für mich das gleiche leisten würde, nur dass er halt nicht Ronaldo heißt. Ich denke, ihr wisst damit, was ich meine. Vergleicht mal zum Beispiel so die Statistiken von Ronaldo, linker Flügelspieler, also guckt auf linker Flügel, und von einem Lavezzi, linker Flügelspieler. Also ich könnte fast schwören, die Statistiken werden sich nicht so krass unterscheiden, wie der Preis sich unterscheidet. Und ja, das ist halt so ein Punkt, vielleicht werde ich auch Ronaldo einfach mal ganz dreist auf 7 Chemie spielen. Einfach im Sturm. Müssen wir mal gucken, weiß ich noch nicht genau. Naja, auf jeden Fall, das Video ist lang genug. Ich würde sagen, ich mache hier Schluss. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Und kommt mal im Forum vorbei. Links in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.